Bitte schön. Ganz herzlichen Dank. Wunderschönen guten Abend Ihnen allen, sehr geehrte Leiter und Leiterinnen von Volkshochschulen an dieser wunderbaren VHS. Lieben Dank für diese großartige Einführung. Ich hoffe, Sie sind da nicht enttäuscht bei all dem, was gerade so nett um mich gesagt wurde, was ich Ihnen präsentiere. Was ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein paar Dinge, die vielleicht für viele von Ihnen vielleicht wirklich was ganz Neues sind, fremd sind, weil sie wenig mit ihrem Alltag bisher zu tun haben, die aber vielleicht auf Sie zukommen werden, die vielleicht Sie auch schon auf die eine oder andere Weise berührt hat, weil Sie zum Beispiel auch versucht haben, ein Ticket zu lösen für den Zug und gemerkt haben, es ist eigentlich gescheiter, wenn ich das im Web mache und da ist es ein bisschen kompliziert. Oder ich muss da wirklich an eine Maschine hingehen und das ist ein bisschen anders, geht nicht so gut wie mein Smartphone zu Hause, ich muss da rumdrücken, stürzt ab. Und all diese Dinge passieren eben im Zeitalter der Digitalität und auch für die Erwachsenenbildung gibt es Herausforderungen. Wie gesagt, diese vier, die ich jetzt ausgewählt habe, sind für mich vier Herausforderungen, die mir besonders am Herzen liegen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe natürlich jetzt nicht nur vier Herausforderungen skizziert, sondern habe auch quasi appellartig Konsequenzen formuliert, wo ich mir vorstellen könnte, dass es für Sie als Erwachsenenbildnerin oder auch für Sie als Volkshochschule von Relevanz sein könnte, zukünftig zu agieren. Was ist diese Digitalität eigentlich? Also Digitalisierung ist praktisch der Prozess, dass wir ein digitales Zeitalter transformieren quasi. Wir sind so mittendrin und diese Digitalität könnte man mit unterschiedlichen Bildern beschreiben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, vielleicht trifft dieses Bild ganz gut. Dieses schreckliche Monster, das da steht, auf einmal vor uns steht, die Welt ziemlich aus den Fugen geraten lässt, wenn Sie an die Musikindustrie denken, die vollkommen auf den Kopf gestellt wurde. Sie werden praktisch kein Schallplattengeschäft mehr finden, das Sie vielleicht noch vor 15 Jahren jederzeit besuchen konnten. Und Sie werden vielleicht auch Schwierigkeiten haben, jemanden telefonisch zu erreichen auf herkömmlichen Wege. Faxnummern sorgen bei einigen Personen schon für ein kleines Lachen. Das ist was ganz was Grausiges, was da passiert mit uns. Unsere ganze Welt gerät aus den Fugen. Vielleicht gefällt Ihnen aber auch ein anderes Bild besser, die Metapher der Krake. Vor allem, wenn Sie vielen Kritikern zuhören von dem, was da eben passiert, dass wir uns verbinden miteinander, viele Daten austauschen, diese Datenkrake, die viele von unserem persönlichen Wissen tun, einfach sammelt, genauso wie sie auch, wenn sie einkaufen gehen, eine Kundenkarte haben, auch da werden ja Daten gesammelt, also wir müssen nicht nur an uns Nutzerinnen von irgendwelchen Web-Applikationen denken, sondern wirklich, das betrifft wirklich faktisch jeden von Ihnen, die irgendwie in dieser Welt aktiv teilnehmen, dass irgendwo Daten von Ihnen gesammelt werden und im Web sind. Könnte sein, mir gefällt ein anderes Bild viel besser, weil, wie Sie wahrscheinlich wissen, ich arbeite ja sehr gerne in dem Feld und sehe natürlich sehr viel positive Dinge und habe überlegt, welche Metapher ist es für mich, was diese Digitalität ausmacht? Wie kann ich das gut umschreiben, was da eigentlich passiert? Und Sie haben gehört, ich bin Mutter von drei Kindern. Mir gefällt die Pippi Langstrumpf da sehr gut. Die Pippi Langstrumpf ist ja so eine richtig freche Göre, die die Welt vollkommen aus den Fugen geraten lässt, zumindest in diesem kleinen Ort, wo sie ankommt. Die brave Annika, der brave Tommy erleben da ein Mädel, das völlig anders ist, das ein Pferd auf den Händen tragen kennt, das Gold en masse hat, das es mit Räubern auf sich nimmt und wirklich ganz neue Regeln hat. Und die Regeln sind nicht immer gut. Es ist nicht toll, nicht in die Schule zu gehen, weil man nicht Multiplikation rechnen lernen möchte. Aber es ist irgendwie, es funktioniert und bringt quasi eine ganze Welt aus dem Fugen. Und was mir eben auch gefällt an der Pippi Langstrumpf als Metapher, die meint es gar nicht böse. Das ist einfach ein Wandel, den wir da gerade erleben. Die kommt da einfach hin, ganz naiv, und macht die Welt so, wie sie sich gefällt. Und die Digitalität erlebe ich auch so ein bisschen. Die erste Herausforderung, die für mich mit Digitalität für Sie verbunden ist, und ich glaube, das erleben Sie auch tagtäglich, wir wissen, zu den Basiskompetenzen heute von Schülerinnen, von Schülern, von Erwachsenen jeder Couleur gehört Umgang mit Informationen aus dem Web, mit basale Medienkompetenzen, man muss Dinge erledigen können, also man kann nicht mehr in diesem Leben teilnehmen, ohne einige dieser Dinge zu verstehen und bewerten zu können, was da im Web steht. Und natürlich ist es damit auch eine Schlüsselkompetenz für Erwachsenenbildnerinnen.
Die ist, finde ich, eine ganz großartige Zahl. Und wenn Sie noch genauer hinschauen, also 84% einer allerdings sehr kleinen Befragung von Kindern und Jugendlichen in Österreich, sagen die Jugendlichen, sie haben ein Mobiltelefon, also nicht in jedem Fall ein Smartphone. Wenn Sie genauer hinschauen und wenn Sie sich die über 10-Jährigen anschauen, haben 100% ein Mobiltelefon. Und was ist an diesem Mobiltelefon so spannend? Nicht, dass man die anrufen kann, wäre auch ein spannender Vortrag vielleicht, sondern dass die, zumindest wenn sie Smartphones haben, wenn sie mobilen Internetzugang haben, was eben sehr, sehr viele auch haben, aber dafür gibt es keine Zahl, was die da in der Hosentasche ja haben, ist eigentlich Faktenwissen, und zwar jetzt wirklich nicht von der kompletten Welt, aber von sehr, sehr vielen Dingen in der Welt. Theoretisch, weil wir wissen, dass im Internet auch noch viele andere blöde Sachen stehen. Also das Faktenwissen ist ziemlich gut versteckt, man muss ziemlich gut suchen, man muss ziemlich gut abwägen können, was da eigentlich passiert, aber es ist zumindest mal da. Also unsere Welt dreht sich da ganz schön. Und so ist natürlich auch völlig klar, also wir haben einen Zugang zu Wissen und den müssen wir auch nutzen können. Und da ist Medienkompetenz einfach heute unverzichtbar, um einfach partizipieren können. Also ganz normal am Leben teilzunehmen können, brauchen wir ein gewisses Grundverständnis davon, was in Medien passiert. Und das war eben lange Zeit Radio, das war Zeitung, wie passiert eigentlich sowas. Und heute ist eben halt auch das Internet und vieles, was wir mit Technologien verbinden. Die Konsequenz ist eben für mich an Sie als Appell, und ich bin mir sicher, auch viele haben auch ihr eigenes Tun und Machen an der Volkshochschule auch aufgrund dessen schon sehr verändert. Natürlich brauchen auch Sie Medienkompetenz und müssen sich in diesem Feld weiterbilden. Ja, und ich finde schon, also ich würde wirklich sagen ja, weil Sie ja alle wirklich als professionell Tätige in eine gewisse Erwartungshaltung verspüren, jetzt von meiner Seite natürlich vor allem, dass ich nicht erwarte, dass Sie alles aus dem FF können. Aber ich würde mir schon wünschen, dass Sie den Leuten, die zu Ihnen kommen, den Teilnehmerinnen, Veranstaltungen und Kursen, ein gewisses Rahmenwerk bieten können, auch Ansprechpartner sein können in Ihrem Feld, in dem Sie tätig sind. Und als Einladung, wenn Sie sowas spannend finden, habe ich Ihnen auch was mitgebracht. Es startet, und vielleicht wissen es auch einige von Ihnen, die Webseite Erwachsenenbildung.at ist praktisch unsere einschlägige Seite in Österreich, wo wir Neuigkeiten zum Thema Erwachsenenbildung finden. Da startet im März nächsten Jahres ein Kurs, ein reiner Online-Kurs, vielleicht auch eine Möglichkeit, dieses Setting kennenzulernen zum Thema digitale Werkzeuge für Erwachsenenbildnerinnen. Das ist ein Aspekt davon für Medienkompetenz, ist eben auch, wie Sie mit den Werkzeugen umgehen können, die oft sehr spezifisch sind und wirklich in unterschiedlichen Disziplinen auch sehr unterschiedlich sind. Was ganz anderes. Die Digitalität, also die Pippi Langstrumpf hier, hat auch noch was ein ganz neues Feld aufgemacht. Ein Feld, das eigentlich jahrelang, jahrzehntelang völlig unproblematisch war. Das im Urheberrechtsbereich gibt es auf einmal durch die Möglichkeit der Digitalisierung ganz neue Probleme und Herausforderungen. Solange Sie mit Papierkopien arbeiten, ist die Welt noch in Ordnung. Als Steuerzahler praktisch zahle ich damit, so wie Sie selber auch Steuerzahler sind, dass im Bildungsbereich hier Kopien gemacht werden können von urheberrechtlich geschützten Werken. Und wir haben eigentlich kein Problem bisher gehabt. Auf einmal gibt es aber sowas wie, Sie könnten ein Foto machen von meinem Vortrag, von dieser Folie hier zum Beispiel. Sie könnten Ihren Seminarteilnehmerinnen sagen, die Unterlagen schicke ich Ihnen per E-Mail. Sie könnten eine sogenannte digitale Kopie herstellen. Sie haben vielleicht eine von diesen drei Fragen schon mal sich selber auch gestellt. Geht es eigentlich? Also kann ich zum Beispiel eine Fotokopie einer tollen Abbildung aus einem Lehrbuch an die Lernerinnen weitergeben, beispielsweise per E-Mail versenden? Oder dürfen Sie ganz grundsätzlich die Materialien Ihrer Kollegin verwenden, irgendwie verändern, wieder einsetzen, die Sie halt vielleicht so gefunden haben? Dürfen Sie Materialien aus dem Lehrbuch überarbeiten, verwenden, vielleicht aktualisieren, weil das Lehrbuch schon sehr alt ist? Und die Antwort ist eindeutig, leider, und erschwert unsere Tätigkeit als Erwachsenenbildnerin nämlich sehr, sie dürfen das nicht. Also das, was wir eigentlich ganz gerne tun, das Beste herauspicken so auf der Welt, was wir vielleicht auch online finden, was wir in Magazinen finden, in Büchern finden, zusammen zu kopieren und den Teilnehmerinnen mitzugeben, ist eigentlich urheberrechtlich nicht nur problematisch, sondern illegal. Und dadurch kommen sie natürlich in eine Grauzone, vor allem jetzt verschärft durch die Digitalisierung. Also hier entstehen einfach Prozesse, es werden vielleicht Sachen öffentlich, die vorher gar nicht öffentlich waren, wo sie natürlich jetzt nicht nur irgendwas in ihrem Seminarraum machen, was einfach niemand weiß und was auch okay ist, sondern eben an der Öffentlichkeit gehen könnte. Und da gibt es
ein Konzept, eine Antwort von Leuten, die sich engagieren und sagen, das ist ja wirklich ein Problem. Und wir wissen, das Urheberrecht hat sich ja schon geändert. Wir haben ja jetzt im 1. Oktober letzten Jahres wirklich eine ganz großartige, spannende Novelle in Österreich gehabt. Es ist sehr viel mehr erlaubt. Aber es greift eben für das, was wir alltäglich machen, noch zu kurz. Und da gibt es die Initiativen rund um sogenannte offene Bildungsressourcen. Das sind Bildungsmaterialien, die bei denen explizit erlaubt ist, dass sie nutzen dürfen. Also nutzen, wie man sie halt wirklich unter Nutzen versteht als Weiterbildner, dass man sie verändert, dass man sie kopiert, dass man sie ausdruckt, dass man auch damit Geld verdient und sie verkauft im Zweifel. Ich weiß nicht, wie firm Sie sind mit Pippi Langstrumpf, dieser Limonadenbaum, den sie im Garten hat, der ist mir dazu eingefallen, wo man einfach hingehen kann und Limonade nehmen kann. Also ist praktisch jeder darf sich daran bedienen und daran partizipieren. Auch da gibt es ein Beispiel, nachdem ich Erwachsenenbildung.at schon hatte, hier das deutsche Pendant, eine Plattform des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung, das vollkommen offen lizenziert ist. Also was Sie unten rechts sehen, dieses CC BY SA, ist ein Signal, so eine sogenannte offene Lizenz, die Ihnen signalisiert, hier dieses Material, das steht nicht nur online, weil das heißt für Sie erstmal gar nichts. Bloß weil irgendwas online ist, dürfen Sie es nicht nutzen, das Urheberrecht gilt immer. Sondern dieses Material steht unter der offenen Lizenz, Sie dürfen es nutzen. Und es ist nicht nur eine Erlaubnis, sondern ich kann Ihnen versprechen, jeder, der in dieser Szene aktiv ist, der OER-Materialien entwickelt, der möchte, dass er sie nutzt. Sie sind herzlich eingeladen, diese Materialien zu nutzen. Und ein weiteres Beispiel. Vielleicht hat der ein oder andere schon gehört und vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, das ist einer der Gründe, warum Gerhard Wisowski und ich uns kennen. Wir haben im Jahr 2014 erstmals einen Online-Kurs durchgeführt, der gratis Online-Lernen heißt. Ein Kurs ist, der sich an Personen wendet, die noch wenig Erfahrung haben mit dem Lernen zum einen und wenig Erfahrung haben mit dem Internet. Und was wir da gemacht haben, ist diesen ganzen Kurs, der sich wirklich an eine ganz schwierige Klientel wendet, die auch wirklich schwierig zu erreichen ist, die Sie wahrscheinlich eigentlich viel besser erreichen, wenn Sie denn in ein Präsenzseminar kommen, aber nicht alle tauchen quasi auch bei den Volkshochschulen, da gut im Web zu erreichen ist. Und all diese Materialien sind offen lizenziert. Wir haben beispielsweise auch ein Arbeitsheft, das ist also auch komplett unter dieser offenen Lizenz. Alles, was Sie hier finden, können Sie einfach nehmen, kopieren, verbreiten. Also das ganze Kursangebot ist nicht nur ein kostenloses Angebot, sondern auch vielfältig zu nutzen. Und eine Anmerkung, wir hatten 1000 Teilnehmerinnen und diese Aktivitäten wurden auch belohnt mit dem österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung. Also es ist wirklich hier was möglich durch dieses Konstrukt der offenen Bildungsressourcen, wo praktisch aufgefordert wird, das auch zu nutzen, ist neuartige Kooperationen möglich. Und warum ist es eigentlich für Sie auch noch wichtig, wenn Sie sich an die Wurzeln der Volkshochschulen erinnern, was Sie vielleicht gehört haben, was eigentlich so mal in Wien war, wo die ersten Veranstaltungen für das Volk, das gebildet werden sollte, die waren kostenlos. Die sind ja wirklich, also dieses, dass wir jetzt Seminargebühren haben, ist ja nicht eigentlich unser Ideal. Wir wollen ja wirklich Volksbildung betreiben. Wir wollen möglichst vielen Bildung ermöglichen. Und da ist natürlich total naheliegend, dass die Volkshochschulen sich auch aktiv einbringen. Meine Forderung, meine Bitte an Sie als Einzelkämpfer, als Person, aber natürlich auch vor allem an Bildungspolitiker und Strategien, bitte denkt auch an das offene Bildungsressourcen, an OER. Bringt es auf die Agenda der Erwachsenenbildung. Es passt sehr, sehr gut zu euch, es gehört zu euch und da ist ein Feld, wo wir arbeiten müssen. Unser Urheberrecht werden wir nicht so schnell ändern können, wie die Digitalität uns voranschreitet und auch neue Möglichkeiten schafft, uns in urheberrechtliche, brenzlige Situationen zu bringen, weil eben recht gut nachvollziehbar ist, wer eigentlich was macht und häufig übrigens auch unfreiwillig. Also Sie könnten ja zum Beispiel auch fotografieren, dass ich hier eine Folie dabei habe, wo ich eigentlich die ich gar nicht nutzen darf. Und das wäre bei vielen Dingen der Fall. Wenn Ihnen das Thema Spaß macht, ich habe quasi auch versucht, zu allem so ein kleines Angebot zu schaffen, auch hier wieder einen Online-Kurs, auch wieder vielleicht eine kleine Herausforderung. Der Kurs hat schon stattgefunden, hat schon begonnen, aber alle Materialien sind online zugänglich auf der Plattform imox.at. Und diese Plattform kommt öfter. Das ist nämlich die österreichische Plattform für offene Kurse, die angeboten werden, zum einen eben kostenlos, aber zum anderen eben auch alles Materialien sind, die offen lizenziert sind. Das heißt, die auch von Ihnen genutzt werden können, wenn Sie sagen, das ist für Sie spannend, in Ihren eigenen Kursen. Ich habe jetzt viel von Kursen gesprochen und Sie haben ja gehört wahrscheinlich ganz oft, oh, es ist alles kostenlos und werden Sie nicht auch ein bisschen nervös dabei? Also was da passiert, ist ja eigentlich, das ist ja eine richtige Konkurrenz. Da was im Web ist ja, passiert ja irgendwas und das ist auch noch kostenlos.
Da könnte man ja wirklich sagen, oh oh, da schwimmt uns was davon, falls da wirklich eine Generation von Leuten an heranwächst, die das Netz nutzen. Zum einen haben wir dieses Schlagwort MOOC gehört, das war dieser EB-MOOC, Erwachsenenbildungs-MOOC. Wenn Ihnen das noch nicht untergekommen ist, das steht für Massive Open Online Course und heißt eigentlich einfach nur, das ist ein Online-Kurs, der ist sehr simpel gestrickt, das ist gar nicht ein toller Kurs. Als Pädagogin tut mir oft das Herz weh, die sind oft sehr simpel, da gibt es Lernvideos, Tests danach. Aber mit diesen Kursen werden sehr, sehr viele erreicht. Also man spricht von diesen Kursen ab Teilnehmerzahlen von 150 und vielleicht ist Ihnen schon mal untergekommen in Stanford. Professor Truhn hat beispielsweise Zehntausende von Studierenden im Bereich Informatik in diesen Online-Kursen quasi unterrichtet. Natürlich hat er sie nicht persönlich angesprochen, hat halt diese Materialien zur Verfügung gestellt. Es ist eine Initiative, die sehr stark von den Hochschulen getrieben wird, vor allem von Amerika. Und falls Sie sich auch fragen, warum machen die das eigentlich, gibt es einen ganz guten Grund. Im Unterschied zu Österreich, Deutschland etc., Mitteleuropa im weitesten Sinne, ist in Amerika einfach Gebühren für die Universitäten fällig. Und wenn die es schaffen, durch ein Angebot ein oder zwei Studierende zu gewinnen von mehreren hundert, hat sich das quasi schon rentiert an Studiengebühren, die reinkommen. Die Situation in Österreich ist ein bisschen anders, also auch unsere Kursanbieter haben einen anderen Hintergrund. Das ist eine. Die Zielgruppe hier ist momentan bei diesen MOOCs eigentlich eher noch Akademiker, Hochschulabsolventen, weil es oft Themen sind, die jetzt typischerweise an Universitäten gelernt werden. Aber es gibt sehr, sehr viele Materialien, die auch online sind und die vieles von denen machen, was sie tagtäglich machen. Ich habe jetzt hier einfach mal vier rausgegriffen, blöderweise leider gleich zwei in Mathe, aber da hätte genauso stehen können, wie kann ich einen schönen Blumenkranz binden, da könnte auch stehen, wie kann ich ein schönes Gesangseinlage machen oder was Bestimmtes einüben. Und das Verrückte ist, diese Lernvideos haben Sie wahrscheinlich zumindest, wenn Sie im weitesten Sinne zu Internetnutzern gehört, schon mal selber benutzt. Sie haben sicher schon mal nach einem Video geschaut, um zu schauen, wie bediene ich eine Software, wie funktioniert das. Und wenn Sie es nicht machen, verspreche ich es Ihnen, machen es Ihre Kinder. Also meine Kinder sind 14, 13 und 15, also die älteren zwei Mädels zumindest, und die suchen sehr gezielt nach YouTube-Videos, wenn sie etwas wissen wollen. Also die suchen gar nicht nach Texten, schalten dann auch viel rum, weil sie halt wirklich sagen, das ist in der Regel sehr kompakt, sehr gut gemacht, zumindest wenn es viele Treffer gab, so als Kriterium, oder viele Likes, also viele positive Äußerungen, und dann hilft ihnen das mehr in der Regel als ein reiner Text. Da ist quasi richtig was los und da wird richtig viel gelernt und dann entsteht Austausch. Und dann gibt es noch so einen richtigen Volkshochschul-Online-Kurs, quasi Konkurrenten, das ist Udemy. Udemy bietet wirklich kleine, feine, in Anführungsstrichen, Kurse an, Kurskonzepte. Relativieren natürlich, da fehlt viel von dem Charme einer Präsenzveranstaltung, aber Sie können da halt zum Beispiel Kochen für zwei beispielsweise machen. Gerade on Vogue, ich glaube, ein Kassenschlager bei Udemy ist Pokémon Go spielen für Anfänger. Weiß ich jetzt nicht, ob das so typischerweise im Volkshochschulprogramm jetzt auch noch schnell aufgenommen werden könnte, aber es sind sicher wirklich, also hier geht es wirklich um Basiswissen, geht es auch um sehr spezielle Sachen, wo man halt versucht, ein paar Leute zusammenzubringen, die diese Materialien nutzen. Das ist dann wirklich was, wo man sagen kann, das ist schon sehr, sehr vergleichbar mit vielen Dingen an Volkshochschulen. Ja, und diese wunderbare Zeile kommt vom Kollegen Jörn Moos-Mehrholz, der das bei einem ähnlichen Anlass in Deutschland, in München gesagt hat, und hat noch ergänzt, welche Daseinsberechtigung hat die VHS zwischen YouTube, Wikipedia und MOOCs, war natürlich sein Titel. Also hier passiert wirklich spannenderweise was in einem weitaus größeren Umfang, als wir das kennen. Das Wissen, das Sie vermitteln, ist ja auch schon vorher da gewesen. Es gab ja vorher schon Bücher. Man hätte ja vorher schon sagen können, nimm doch das Buch oder gehst doch mal irgendwo hin, schaust jemanden über die Schulter. Und das ist halt einfach formalisiert. Aber in einem größeren Ausmaß passiert da jetzt was anderes. Und mein Appell für Sie oder an Sie ist, sehen Sie es doch vielleicht gar nicht so sehr als Konkurrenz, sondern schauen Sie doch einfach mal, was da passiert. Es gelingt Ihnen wahrscheinlich sehr gut, sowas zu integrieren und auch zu nutzen. Und von vielen dieser Angebote kann man einfach auch ganz spannende Sachen lernen. Ich greife wieder zurück auf dieses Kursangebot Gratis Online Lernen, wo ich gerade das Arbeitsheft hochgehalten habe. Das war ja eben offen lizenziert, das ist eben kostenlos, und wir hatten aber vielfältige Angebote drumherum. Was Sie gerade sehen, ist eine Landkarte von Begleitangeboten bei der ersten Runde 2014. Wir haben es nochmal durchgeführt, also wir führen es jährlich eigentlich durch, meistens sogar zweimal. Das sind jetzt nicht wahnsinnig viele, aber diesen Online-Kurs, da gibt es Begleitangebote und die sind auch zum Teil kostenpflichtig. Also es gibt
gab durchaus, also für uns war das gar kein Problem, wenn jemand ein Lernertreffen angeboten hat und gesagt hat, das ist spannend, da gibt es einen Online-Kurs, mach doch da mit oder wir stellen euch den Online-Kurs vor. Wir bieten eine Plattform für die Lernerinnen, sich da zu treffen, auszutauschen, weil eben es dann doch viel, viel schöner ist, wenn man zusammensitzt. Und das Spannende für uns war, oder auch für die Anbieter war natürlich, dass auch vielleicht Leute gekommen sind, die halt von einem Gratis-Angebot angelockt quasi waren und gesagt haben, oh, das ist ja spannend, weil bei mir ist ja was, gehe ich halt mal zur VHS und dann vielleicht, oder ich sage sogar sehr wahrscheinlich, auch Präsenzangebote gefunden haben, die ihnen wahrscheinlich oft besser liegen, weil mit dem Online-Lernen mag ja auch nicht jeder so. Und da bin ich schon bei der nächsten Folie. Warum habe ich keine Angst, dass sie obsolet werden? Warum Volkshochschulen, warum Lernräume obsolet werden? Auch diese schöne Zusammenstellung ist von Jöran Moos-Mehrholz und hat sich Gedanken gemacht, was dann im Jahr 2041 auf einem VHS-Kongress gesagt werden könnte. Und er geht eben davon aus, diesen Kongress gibt es noch und die Volkshochschule gibt es noch. Und er hat sehr, sehr viele gute Argumente und Sie können die sicher alle unterschreiben, warum die VHS nicht überflüssig werden wird, warum Erwachsenenbildnerinnen nicht überflüssig werden. Und wahrscheinlich gibt es noch ein oder andere weitere gute Argumente. Meine Konsequenz, also was ich Ihnen vorschlagen würde, sehen Sie es nicht als Konkurrenz, sondern schauen Sie einfach, was Sie für sich rausholen können. Gerade in ländlichen Volkshochschulen, die nicht ein komplettes Programm abbilden können, gibt es vielleicht ganz neue Möglichkeiten, Infrastrukturen aufzubauen, Lernräume zu schaffen für Personen, die vielleicht wirklich alleine sind mit ihrem Kurs, mit ihrem Angebot, mit ihrem Thema, das sie lernen wollen, wo es vielleicht die Möglichkeit gibt, Lernräume zu gestalten, wo man sich vielleicht treffen kann mit anderen Lernerinnen, die vielleicht ein ganz anderes Thema haben, aber wo man einfach eine Lernunterstützung braucht, ein Coaching braucht, eine Beratung vielleicht auch braucht. Vorneweg steht natürlich daran, und ich weiß, hier zum Beispiel ist eine sehr gute Ausstattung, aber vielleicht ist es nicht im ländlichen Raum nicht immer Internetinfrastruktur. Also wir brauchen freies WLAN in allen Einrichtungen. Das ist hier, glaube ich, obsolet. Gerade in Linz spreche ich hier quasi im Zentrum von offenen Daten, offenen Zugang. Und was natürlich Ihre Rolle angeht, also wenn sowas wirklich so eine Transformation stattfindet, Sie sind natürlich eigentlich per se schon, auch wenn Sie diese Angebote nicht bewusst in Ihre Präsenzveranstaltung hineinnehmen, verlieren wir ja alle als Lehrende unseren Status als Allwissende. Ja, weil eben, auch wenn ich jetzt etwas sage, Sie haben ja alle Ihr Smartphone in der Hose, wahrscheinlich jeder zweite zumindest ganz sicher. Sie können nachschauen, stimmt das, was die Frau Schönler gesagt hat? Sind es wirklich 84%? Da schaue ich doch mal gleich nach, könnten mich sogar korrigieren. Also diesen Status von diesem Schemel werden wir eh alle runtergezogen. Natürlich noch mal stärker findet dieser Rollenwechsel statt, wenn wir andere Online-Kurse, andere Materialien, andere Apps verwenden und tun. Wir werden natürlich dann da nicht mehr der Allwissende, der Besserwisser, der Wissen hat, sondern derjenige, der wirklich ein Lernbegleiter, Lerncoach sein könnte. Ich bin schon bei Herausforderung 4 und ich kann auch vorweggreifen, sie wird die kürzeste. Mein Motto wurde schon gesagt, mein Motto ist Machen. Und was wunderbar zu diesem Machen, einfach tun, ausprobieren passt, ist die Entwicklung der Selbermacherinnen, weil diese Selbermacherin, die es ja schon immer gibt, also sie haben alle wahrscheinlich ein Hobby, wo sie irgendwas selber machen, sei es sie präparieren irgendwas in ihrer Heimwerkstatt oder sie stricken sehr gerne. Also, und das ist aber jetzt eine Entwicklung, die in den letzten 10 Jahren wirklich rasant zugenommen hat. Also sie werden kaum noch ein Journal im Fernsehen sehen können, ohne dass irgendwas rund um Selbermachen stattfindet. Und wenn gerade wir Frauen unsere Magazine aufschlagen, sind die voll von Selbermachprojekten. Also es ist eigentlich wirklich ein Trend. Und was da jetzt hinzukommt, ist, es gibt auf einmal digitale Werkzeuge, die Dinge erlauben, die es früher nicht gab. Lasercutter, man kann Sachen ausschneiden. 3D-Drucker ist sowas, was auf einmal da ist. Und da entstehen Lernräume, sogenannte Makerspaces, wo sich solche Leute treffen, die Making machen, die was ganz Neuartiges sind. Was haben die für Werkzeuge? Was Sie hier sehen, also die können natürlich programmieren. Und ich meine, ich komme quasi auch gerade von drüben, von der Ars Electronica rüber, da passiert ja eben sowas. Da gibt es Roboter, die man auf einmal bedienen kann. Also es gibt Personen, die sich ihren Rasenmäher-Roboter selber zusammenbauen, weil sie sagen, das ist viel billiger als so ein 800-Euro Rasenmäher-Roboter aus dem Baumarkt. Und was ich da eigentlich brauche, weiß ich, kann ich eh, beziehungsweise gibt es Anleitungen im Internet. Es gibt viel Software, es gibt natürlich auch das Smartphone, gerade wenn ich mit Kindern arbeite.
Und es gibt eben diese Räume, wo sich diese Macherinnen treffen. Das ist jetzt für mich schon was Faszinierendes. Man hat sich früher, wenn man Märklin-Eisenbahn gebaut hat, noch praktisch unter Märklin-Eisenbahn-Freunden getroffen. Wenn man programmiert hat, hat man sich vielleicht mit ein paar anderen Programmierern getroffen. Und auf einmal gibt es eine Überschrift, die kann man jetzt Makerspace nennen, die kann man auch FabLab für Fabrication Lab, also da wird etwas gemacht, nennen. Oder Sie haben in Linz auch die Othello-Initiativen, offene Technologielabore. Da entstehen quasi Räume, wo sehr viel Unterschiedliches unter einem Hut ist, wo richtig traditionelles Werkzeug zum Teil steht, Bohrmaschinen, manchmal Nähmaschinen, in Othellos zum Beispiel, und eben auch digitale Werkzeuge und ganz unterschiedliche Sachen passieren. Und ich finde es so spannend, weil da nicht nur, also ich kann die Brille aufsetzen, wir haben jetzt auch jemand von auf der Seite da, wer könnte die Brille aufsetzen, da passieren Innovationen, das ist was für Startups. Ich finde es total spannend, weil es offene Lernräume sind. Wenn man da zusammenkommt und was ausprobiert, es ist sehr viel im Web, man muss sich sehr viel austauschen, wird immer gelernt, Wissen aufgebaut, Wissen ausgetauscht auf eine ganz tolle Art und Weise. Und warum plädiere ich jetzt so an Sie mit diesem neuen Thema, wo Sie vielleicht sagen, das ist jetzt wirklich, also ich vermute, dass es für einige von Ihnen das schrägste Thema aus meinem Vortrag ist. Weil verrückterweise dieses Thema Making im deutschsprachigen Raum ganz stark von den Bibliotheken besetzt wird. Und ich liebe Bibliotheken, gar keine Frage. Woher kommt es? In den USA gibt es eben die Infrastruktur jetzt nicht so wie bei uns, so Volkshochschulen etc. oder nur auf andere Weise. Da spielen die Stadtbibliotheken, Bibliotheken eine andere Rolle. Die haben sich dieses Making aufgegriffen, haben gesagt, das ist total toll, wir können Leute ermächtigen, was zu tun. Wir können denen Handwerkszeug in die Hand geben, ihre kaputten Sachen zu reparieren, beispielsweise kleine Elemente auszudrucken, die ihnen halt fehlen, die vielleicht sonst gar nicht oder nur schwer zu erwerben sind. Und warum ich dieses jetzt hier aufbringe, natürlich möchte ich auch ein bisschen provozieren, ein bisschen was Provozierendes, vor allem angesichts dessen, dass Sie natürlich eine großartige Kooperation haben, mag das Sie vielleicht auch ein bisschen verstören. Lustigerweise ist es aber hier eine Ausnahme und dieses Making wird sehr häufig von Bibliotheken quasi als Thema ergriffen. Und das stört mich natürlich, weil ich Pädagogin bin. Ich finde, Making ist ein Thema, da müssen Pädagogen ran, da müssen Leute ran, die was vom Lernen verstehen sollten im besten Falle. Und mein Plädoyer an Sie, falls Sie da aktiv sind im Bereich, schauen Sie sich doch mal an, was da passiert. Nutzen Sie auch die Möglichkeiten, die Ihnen der Ars Electronica hier bietet. Lassen Sie sich inspirieren und überlegen Sie sich, ob inwieweit diese Bewegung, was da passiert, auch für Ihre Arbeit hilfreich wäre. An dieser Stelle habe ich praktisch 4 Herausforderungen skizziert. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob Sie alle mit diesem Strichpunkt, dem Minus und dem geschlossenen Klammer was anfangen können. Für alle, die damit wenig anfangen können, Sie könnten Ihren Kopf auf die linke Schulter legen, dann erkennen Sie vielleicht, dass ich Ihnen gerade zugezwinkert habe. Und mit diesem Verweis darauf, dass dieses Digitalität eben auch ganz heimtückische Sachen mitbringt, nämlich Sachen, Kommunikation, die gar nicht so auf den ersten Blick so verständlich ist, aber für viele auf einmal ganz selbstverständlich ist. Hätten Sie eine E-Mail von mir bekommen und ich hätte Ihnen ein zwinkerndes Smiley zugeschickt, hätten wahrscheinlich viele gar nicht gewusst, was ich dazu habe. Würden sich denken, die Frau Schön ist auf die Tasten gefallen vielleicht. Ich habe Ihnen aber zugezwinkert. Und damit möchte ich Ihnen noch auf meine letzte Folie kommen, noch ein PS in meiner Pipi. Herzlichen Dank.